Der Jubel der Flensburger kannte keine Grenzen mehr. Nach einem hochdramatischen Halbfinale, nach einem Sieg in der Verlängerung gegen Hamburg, steht die SG im Finale des Lufthansa Final Four. Also man ist natürlich super glücklich und total euphorisiert, dass man das Spiel noch gewonnen hat in der Verlängerung. Und das müssen wir halt versuchen mitzunehmen bis morgen mit dem Fanblock im Rücken. Macht einfach riesen viel Spaß und hat riesen viel Spaß gemacht heute. Riesenspaß hatte auch Matthias Andersson. Der Flensburger Keeper war der überragende Mann des Spiels und wuchs immer wieder über sich hinaus. Dank seinen spektakulären Paraden führte die SG zur Halbzeit mit einem Tor. Ein hitziges, ein hochklassiges und zum Ende der regulären Spielzeit ein hochdramatisches Finale. 35 Sekunden vor Schluss der Wurf von Glandorf. Der Ball hinter der Linie, doch die Schiedsrichter gaben das Tor nicht. Und auf der Gegenseite rettete Andersson die SG in die Verlängerung. Die Partie blieb heiß umkämpft, doch die SG mit den besseren Nerven und den größeren Kraftreserven. Lasse Svan Hansen mit der 2-Tore-Führung. Und nach dem Ballverlust von Pascal Lenz machte Michael Knutzen per Tempogegenstoß alles klar. Die SG darf nun vom ersten Pokalsieg seit 8 Jahren träumen. Vor allem dank 22 Paradenmann Matthias Andersson. Ja, es war ein Spiel, wo vieles geklappt hat, auch viele unglaubliche Sachen. Wir haben natürlich auch sehr gut Abwehr gespielt, was mich halt Sicherheit gegeben hat. Und ich bin einfach unglaublich froh, dass wir jetzt das Spiel gewonnen haben. Ein Handballkrimi mit Happy End für Flensburg. Die SG steht zum dritten Mal hintereinander im Finale des Final Fours und kämpft um den DHB-Pokal.